So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Abenteuer in Japan und zwar mit Woche 4. Man kann es kaum glauben, es ist wirklich schon die vierte Woche. Ein Video wird es noch geben und dann sind wir auch wieder offiziell mit den Vlogs zurück in Deutschland. Ja, angefangen hat die Woche mit einer Reise nach Osaka. Da haben wir einen Protagonisten besucht und zwar der Hiroshi. Er ist auch sehr ein bekannter Feminist in Japan, hat schon eigene Bücher veröffentlicht und kennt sich gut in dem Gebiet aus und arbeitet eben ebenfalls als Übersetzer auch für feministische Literatur. Und dabei waren der Andi und der Dani und wir hatten gar nicht so viel Zeit, aber wir haben trotzdem versucht, eine schöne Belichtung aufzubauen, dass er eben Glanz in den Augen hat. Und ja, es war sehr spannend, da in die Uni reinzugehen und ihn kennenzulernen und auch wirklich sehr, sehr schön mit ihm. Ja, was übrigens auch nebenbei war, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, als wir dort waren, waren ja die Wahlen in Japan und immer wieder haben wir da wirklich abgefahrene Sachen erlebt. Also das kommt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr dazu. Dann am Abend sind wir in das Team Labs Osaka gegangen. Team Labs ist eine interaktive Ausstellung, also eine Lichtausstellung und in Osaka war es auch tatsächlich draußen, wo man dann wirklich richtig eintauchen kann in so eine Fantasy-Welt aus Beleuchtungen und interaktiven Kunstwerken. Und es ist wirklich mega, mega schön gewesen. Am nächsten Tag ging es auch schon zum nächsten Dreh für die Doku. Das war das Buscafé von Yumi no Nito. Sie unterstützt junge Mädels, die nachts auf der Straße sind und einfach einen Unterschlupf brauchen und hilft ihnen da weiter. Und es war wirklich sehr inspirierend und wir haben viel gelernt, viele spannende Menschen kennengelernt und ja, mehr dazu gibt es dann auch irgendwann dann im Film. Ja, und dann kam es zum nächsten Highlight unserer Japan-Reise. Und zwar haben wir die Mariko besucht. Die hatten wir ja schon mal, um mit ihr ein Interview zu drehen. Die haben wir auch schon mal getroffen gehabt. Sie ist eine bekannte Feministin in Japan. Und sie unterstützt in Fujimi, also in ihrer Heimat, Frauen im Wahlkampf. Und da durften wir sie begleiten. Und es war einfach cool, dass eben gerade, wie schon gesagt, schon der Wahlkampf in Japan stattgefunden hat. Und so eine ganz, ganz spannende Geschichte. Die fahren nämlich da mit diesen kleinen Autos rum. Und da wird dann immer der Name der Person rausgeschrien, weil man in Japan nicht nur ein Kreuzchen macht, sondern man schreibt wirklich den Namen der Person auf. Wir durften dann diese ganze Kampagne begleiten, haben Interviews gedreht, haben Mariko begleitet und es war einfach so witzig. Andi war auch in dem Auto drin, ich saß im Kofferraum, es war einfach nur ein Abenteuer. Ja, und dann ging es auch schon weiter mit einem Fotoshooting mit der lieben Minori, die ja auch, wie ich schon berichtet hatte, eine wichtige Protagonistin in unserer Doku ist. Und auch spannend, was sie mir übrigens erzählt hatte, dass sie bei den Fotografinnen und Fotografen, von denen sie schon fotografiert wurde, immer gebeten wurde, möglichst süß zu gucken und so das Kinn nach oben zu machen. Und sie war ganz erstaunt, dass ich ihr einfach so andere Posen gegeben habe, die nicht so feminin sind. Und das fand sie richtig spannend und es hat ihr auch richtig Spaß gemacht, sich auch einfach anders auf Bildern zu sehen. Ja, und dann am Abend ging es auch schon weiter mit einem Fotoshooting mit dem lieben Tobi, aka Mr. Nippon. Und da kann ich jetzt ganz stolz sagen, ha, dieses Video, das Making-of davon, findet ihr bereits auf diesem YouTube-Kanal. Kann man es glauben? Ich nicht. Danke, Gina, an der Stelle nochmal fürs ganze Schneiden und Kümmern. Ich weiß es sehr zu schätzen. Und ja, wir sind mit dem Tobi um die Häuser gezogen und haben einfach die Lichter der Nacht eingefangen. Fotos könnt ihr auch auf Tobis Instagram-Account sehen, eben in unserem neuen Video und dann auch demnächst auf meinem Instagram-Account. Ja, und es ist natürlich nochmal ein dickes Danke an dich, Tobi, dass du mitgemacht hast. Und ja, dann ging es auch gleich weiter mit dem lieben Tobi. Da waren wir mit ihm zusammen auf der Tokyo Rainbow Pride und haben dann ein Video gedreht, wo er auch die Leute interviewt hat und dann auch zu gleichschlechtigen Beziehungen. Wie ist es in Japan, schwul oder lesbisch zu sein? Hat viele Leute interviewt. Wir haben auch super schöne Gespräche geführt und spannende Leute kennengelernt. Und das Video vom Tobi könnt ihr auch schon auf seinem Kanal sehen. Oh, wie cool ist das? Ich kann hier überall so kleine Links einbauen. Wow! Und schaut doch gerne mal vorbei, es war auch super spannend und es war auch ein schöner Tag und das Wetter wurde immer besser, es hat einfach alles perfekt gepasst und ich weiß auch nicht, es war einfach alles so bunt und fröhlich. Ich habe einfach das Gefühl, die Welt ist irgendwie gut, obwohl es natürlich nicht immer so ist, aber ich glaube, es ist einfach eine schöne, positive Veranstaltung und es war wirklich schön dabei zu sein und auch bei Tobis YouTube-Video mitzudrehen, das war cool. Ja, das war's auch schon mit Woche 4. Danke an alle Beteiligten, also Tobi, Andi, Dani und natürlich auch an Gina fürs Schneiden. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!